Am 31. Januar ist es wieder soweit. Wir gehen mit unserem alljährlichen Kooperationstag in die 7. Runde. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir schon im verflixten 7. Jahr angekommen sind. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und auch dieses Jahr haben wir wieder unseren Kundenstamm, aber auch unser Netzwerk zusammengetrommelt und für Sie die Creme de la Creme-Themen zusammengetragen. Meiner Meinung nach ist es dieses Jahr einer der besten Kooperationstage, die wir bisher hatten. Die Themen sind wirklich einfach der Wahnsinn. Und um was es dieses Jahr geht, das erzähle ich Ihnen jetzt. Ja, den Anfang macht Andreas Figenscher. Jeder, der hier in Oberfranken lebt oder sich zumindest damit auseinandersetzt, kennt ihn. Er ist der wohl bekannteste Bäcker hier bei uns in der Region. Bei ihm gehen die Radio- und Fernsehsender ein und aus und das absolut zu Recht. Er führt als einziger Brotsommelier hier in Oberfranken sein Unternehmen in der 11. Generation. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sein Unternehmen gibt es inzwischen seit fast 400 Jahren. Und er hat es geschafft, das Bäckergewerk oder den Beruf des Bäckers mit seinen ja, relativ unattraktiven Arbeitszeiten und der körperlichen Belastung für junge Arbeitskräfte wieder sexy zu machen. Und wie er das geschafft hat, das erzählt er Ihnen am 31. Januar bei uns hier in Naila. Ja, nach dem Andreas geht es weiter mit unserer legendären Workshop-Runde. Zwei Runden, drei Themen. Und ich muss zugeben, dieses Jahr ist die Frauenquote relativ gering, aber die Themen sind nicht minder interessant. Für jeden Unternehmer ist hier wirklich was dabei. Es sind Themen, die uns als Unternehmer jeden Tag beschäftigen und angehen. Mit von der Partie ist zum Beispiel Frank Montua von Arum Sicherheitstechnik. Ist ein guter Kunde von uns. Mit ihm haben wir gerade ein Webprojekt abgeschlossen und haben ihn innerhalb des Projektes als Unternehmer durch und durch kennengelernt. Und wir Unternehmer kennen das. Wir fahren relativ schnell in Denkmustern, in festgefahrenen Denkmustern in unserem eigenen Fahrwasser und kommen hier ohne externe Hilfe relativ schlecht heraus. Wie man diese Denkmuster auflösen kann, welche Tools es hierfür gibt und welche Vorteile es für Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter und Sie selber haben, das erzählt Ihnen Frank Montua. Mit dabei ist auch Hans-Christian Hölzel von der Malerwerkstatt Hölzel in Helmbrechts. Der junge Unternehmer hat das Unternehmen vor wenigen Jahren von seinem Vater übernommen und hat es seitdem digitalisiert. Er weiß, welches Werkzeug sich auf welcher Baustelle befindet, welcher Mitarbeiter bei welchem Kunden wie lange war und kann ein Aufmaß mit einem Mausklick in ein Angebot verwandeln. Wie er das Ganze angegangen ist, was ihm dabei durch den Kopf gegangen ist und wie sich das Unternehmen bis heute entwickelt, das erfahren Sie am 31. Januar bei uns. Ebenfalls mit dabei ist Jürgen Carstens von SecoFox mit dem augenscheinlich unattraktiven Thema Notfallplanung. Was passiert mit meinem Unternehmen, wenn ich als Unternehmer ausfalle? Ich sage ganz bewusst augenscheinlich unattraktiv, denn es ist wohl das wichtigste Thema an diesem 31. Januar bei uns hier in Naila. Denn es ist wirklich eine Herzenssache von mir, Ihnen dieses Thema näher zu bringen. Schauen Sie sich diesen Vortrag auf jeden Fall an. Mein Vater und ich haben letztes Jahr selber die Notfallplanung bei ihm durchgeführt. Und ja, es hat oft keinen Spaß gemacht und ja, es hat großen Mut gekostet, es durchzuziehen, aber dieses Gefühl, was wir danach hatten, ist einfach unbezahlbar. Also ganz große Empfehlung von meiner Seite. Das Schlusslicht an diesem Tag mache ich mit meinem Vortrag zu unserem neuen Metamorph-Magazin, das wir vor einem halben Jahr veröffentlicht haben. Wie Sie vielleicht wissen, seit 3,5 Jahren positionieren wir Unternehmen komplett neu. Da sind Ein-Mann-Unternehmen dabei, Mittelstand, große Konzerne, Handwerk, Industrie, Politiker, Künstler, sogar die katholische Kirche war schon bei uns. Und wie Sie sich vorstellen können, ist das eine ganz tolle Zeit für uns gewesen und ist es auch immer noch. Und es ist total interessant, diese Unternehmen auf diesem Weg zu begleiten. Ja, und immer wieder werden wir gefragt, habt ihr mal Beispiele, die zeigen, wie so eine Positionierung abläuft? Wo fängt man hier an? Wo hört man auf? Wie kann die Umsetzung aussehen? Was bringt mir das überhaupt für mein Unternehmen? Und natürlich haben wir das. In meinem Vortrag am Kooperationstag werde ich Ihnen zwei dieser Beispiele zeigen. Und ich habe auch das Glück, dass an diesem Tag drei meiner Positionierungskunden vor Ort sein werden und gemeinsam mit Ihnen über dieses Thema sprechen werden. Wir werden hier eine kleine Diskussionsrunde machen. Sie können Ihre Fragen stellen und es erwarten Sie darüber hinaus auch noch weitere tolle Programmpunkte. Ja, jetzt gilt es nur noch, sich anzumelden. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 28. Januar. Sie können sich unter www.kooperationstag.de
kooptag.de noch rechtzeitig anmelden. Und ich freue mich, Sie am 31. Januar bei uns in Naila begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute!